Hey ho, nächstes Video und Leute, ich kann euch bloß sagen, heute wurde gegen mich ein Komplott geschmiedet. Ja, während ich hier mein Videobearbeitungsprogramm aktualisiert hatte oder habe und mir alles um mich rum egal war, wurde eben ein Komplott geschmiedet. Na komm her! Und zwar geht es um diese Steakhüfte. Drum nennen wir das Video der Steakhüften-Komplott. Mhm. Ja, was habe ich jetzt dazu noch zu sagen? Eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Um die Steakhüfte kümmern sich der Björn und mein Schatz. Ja, die haben sich verbündet gegen mich. Mhm. Aber jetzt gucken wir mal raus. Und vielleicht erfahre ich ja dann, was sie überhaupt vorhaben. So Leute, jetzt sind wir hier draußen bei den, wie sagt man da, Komplottisten? Ihr habt einen Komplott gegen mich geschlossen. Also, dann jetzt feindliche Übernahme. Ja, dann erzähl doch jetzt mal, was du mit der Steakhüfte vorhast, du und mein Schatz. Das weiß ich noch nicht, das machen wir spontan gleich. Nein, das wird jetzt... Ganz egal. Echt so wurscht. Es wird essbar. Furchtbar. Leute, lasst euch überraschen, ich lasse mich auch überraschen. Ich habe nur gesehen, da hinten ist der Anzündkamin schon angefeuert, die Weberkugel ist offen und naja, wir werden sehen, was die hier... Sei froh, dass wir dich nicht gefesselt und geknebelt hier auf die Bank gesetzt haben. Doch. Noch nicht. Wenn da steht er drauf. Ey. Ja. Ich mache jetzt die Cam einfach aus. Absolute Frechheit, sage ich euch. Die halten mich davon ab, das neue Video zu bearbeiten, indem sie dafür sorgen, dass ich das nächste Video filmen muss. Mhm. Okay, aber jetzt ganz schnell hinterher und gucken, was die da drin mit der Steakhüfte anstellen. Mhm. Mann, 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 Mann. Also hier haben sie schon mal die Steakhüfte hingelegt, aber ich glaube, die verarschen mich, weil ich komme rein und beide rennen davon und rennen auf zur Gefriertruhe. Das ist doch nicht normal, oder? Wuschelt ihr hier rum? Frau ab! Geh weg, Komplott! Geht die gar nichts an. Also jetzt habt ihr selber gesehen, wie gemein die zu mir sind und ich kann immer noch nichts sagen, was sie da machen oder was sie genau vorhaben. Ich filme einfach nebenbei mit. Hilft ja nichts. So, mal über die Schulter, mal links, mal rechts. Schau mal einfach. Hm. Ja. Erklärung? Was habe ich dir jetzt erklärt? Ja, was machst du jetzt mit der guten Steakhüfte? Und dann? Salzen. Und dann? Kommt die am Grill. Und dann? Ziehst du auf Kerntemperatur. Und dann? Und dann kommt Beilage dabei. Und dann? Auf Grillmatt seiner Flohmatte. Grillmatt seiner Flohmatte. Ich übersetze es einmal. Ich glaube, das heißt... Sollte er heißen auf Grillmatz seiner Flohmatte? Grillmatte! Grillmatte! Die machen mich wahnsinnig hier. Also auf der Grillmatte vom Floh werden dann die Beilagen anscheinend gemacht. Jetzt lassen wir mal das Stückchen salzen und dann gucken wir wieder hin. Aha, jetzt haben sie mir auch noch mein Zuckermais geklaut. Meine Maiskolben hier. Und jetzt erzähl was. Wir nehmen jetzt gleich das Stück Hüfte und dann braten wir das einmal, oder grillen es einmal komplett an, ein paar Röster oben dran, ziehen es auf Kerntemperatur. Dann nehmen wir mit Flo seiner Grillmatte, legen wir schön die Beilagen da drauf, ziehen die mit gar im gleichen Grill und fertig. Und dann machen wir was Leckeres zu essen daraus. Da bin ich ja gespannt. Ja, ich auch. Ja, dann mach mal. Ja, machen wir jetzt. Wir sehen uns gleich draußen am Grill wieder. Tschüss. Bringt wieder davon. Haut die Kohlen schön in den Grill rein. Und schiebt das Gitter genau verkehrt rum hin, wie ich immer hinschieb. Einmal um 90 Grad drehen. Ja, genau so habe ich es auch immer. Ich bin ja nicht du. Also. Gott sei Dank. Bewaffnet. Zum Helden habe ich ja nichts. Also lass man einfach mal machen. Und jetzt
Jetzt warten wir, bis wir Röstaromen haben. Und dann ziehen wir es in den indirekten Bereich auf die Grillmatte vom Flo. Hey Björn, was dauert da so lange? Oh, bist du schon am Verhungern? Ja. Leicht am Abgemagert. Ja. Ja. Du kannst die Grillmatte auch ordentlich neulegen, komplett. Ja, noch nicht. Ich muss das schon beispielen. Mann. Nein, ich sag da nichts dazu. Ich lass ihn einfach machen. Schlafen lassen. Was? Schlafen lassen. Björn, da das ja so elends lange dauert, stelle ich jetzt das Kamerastativ hier her und richte die Cam aus. Du kannst sie dann einfach selber mal einschalten, wenn es mal wieder neu guckst im Grill. Vielleicht einen Kommentar dazu geben und ich gehe neu und ärgere mich weiter mit dem Programm rum. Ärger dich mal, bearbeite mal die Videos. So, dann wollen wir mal gucken, wie es aussieht. Dann nehmen wir mal die Kerntemperatur schon mal. Also wir wollen sie auf 57 Grad. Bei 39 sind wir. 40? Jo, jetzt. Dann drehen wir einmal. Also zum Thema Grillmatte. Da gibt es auch Röstaromen drauf. Der böse Leute, die behaupten, das funktioniert nicht. Bis später. Björn. Warum kippst du den Deckel nicht einfach nach hinten? Ach, also, dann habe ich immer was in der Hand. Und warum sehen die Maiskolben so röstaromig aus? Hast du da geschlafen? Ja, da habe ich gerade meine Tasche gepackt. Ich probiere mal, ob die schon essbar sind. Naja, geht schon. Wird. Leute, lass mal weiter umdrehen. Ich hab Kaffee zum Trinken. So Leute, der Björn ist gerade nicht da und jetzt gucken wir mal hier rein. Ui, naja, sieht ja fast gut aus. So, Björn frage ich jetzt, ob er Popcorn machen wollte. Er kommt. Was machst du schon wieder hier? Ich habe da gerade nachgeschaut. Sag mal, wolltest du da Popcorn machen? Und warum hast du die Finger an dem Grill? Ich gehe ja schon. Genau. Tschüss. So, nachdem der Michi, der mich auch wieder gelunzt hat, gucken wir noch mal nach der Kerntemperatur. Ja, wir sind fast am Ziel. 4 Grad noch und dann haben wir's. Jetzt drehen wir mal einmal noch die. Ich weiß gar nicht, was er hat. Popcorn. Ehrlich. Sieht ja gut aus. Drinnen, ne? Das ist wärmer. Aber. Ich mach die Cam jetzt wieder aus. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir es vom Grill nehmen. Ja, nochmal umdrehen von den Kartoffelteilen. Müsst ihr euch nicht angucken. Bis gleich. So Leute, es ist soweit. Ganz runter. Ja, sieh, da komme ich ja gerade richtig zum Zugucken, wie du das runternimmst. Ja, genau. Okay. Dann werden wir das gleich in der Küche verköstigen. Ja, in der Küche, in der Essecke. In der Essecke, genau. Schön knusprig geworden. So. So Leute, jetzt aber rein zum Mampfen und zum Probiererle. Das werde ich wieder machen. Und dann, ja, übernehme ich drin die Cam wieder. Ja, dann schneid einfach mal auf
Wer hupt da? Wow. Oh ja. Ja. Tja, Leute, dann lassen wir mal Schatzi fertig aufschneiden. Hier uns angerichtet. Und dann sehen wir uns am Tisch zum Probiererle. So, Freunde. Hier haben wir den kompletten Komplott auf dem Teller. Und, naja, war mal wieder ganz angenehm. Selber so gut wie gar nichts machen zu müssen. Passt. Okay, jetzt probieren wir aber. So, Freunde, anfangen tue ich jetzt mit dem Fass-Popcorn. Bisschen Salz und Butter an dem Mais. Hervorragend. Hat er gut hingebracht. Kartoffelteile, wo sie ja vorher aus der Gefriere gezogen haben. Funktioniert hervorragend auf dem Grill. Steakhüfte. Mit einem guten Steakpfeffer. Dann würde ich jetzt mal sagen, genau, bis nachher. Also Leute, da er mir ja jetzt schon alles geklaut hat, darf er jetzt auch das Fazit sprechen. Bitteschön. Was soll ich dir jetzt sagen? War lecker. Also Fleisch am Punkt, so wie Micha und Andrea das gerne haben. Und alles andere war auch top. Was soll ich sagen? Und das Popcorn war kein Popcorn. Oder Andrea, hat's geschmeckt? War sehr lecker. Siehste. Und Micha? Ja, für einen Dortmunder war es ganz recht. Der kann nicht einmal ehrlich sein, ehrlich. Nein, das Essen war wirklich hervorragend. Hat alles soweit gepasst. Wie gesagt, die Kartoffelteile sind teilweise wirklich auf dem Grill besser, als wenn man sie in der Fritteuse oder sonst wo macht. Hat einfach gepasst. Und die Maiskolben, ja, die waren genauso, wie ich sie wollte. Siehst du? Ja. Ja. Gut. Und jetzt darfst du heimfahren. Ja, das tue ich jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Leute, der nächste Termin mit ihm steht schon. Wir sehen uns dann aber definitiv vorher noch ein paar Mal. Genau. Ciao. Und jetzt raus aus meinem Bild. Ja, ist gut. Ich hau jetzt ab. Ciao, Ikowski.